Also ich habe nicht die Kamera gewechselt, sondern einfach nur die Kameraeinstellung. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt noch gut genug hören. Ich habe die jetzt in der Hand, und ich hoffe auch, ich wackel nicht zu sehr, aber ich möchte euch das mal ein bisschen genauer zeigen. Hier oben habe ich die Buchstaben Baby gestempelt und ich habe halt immer geguckt, dass das sich mit den Farben so abwechselt. Das ist das Stempelset Morning Post Alphabet, also ja, englische Aussprache. So, das habe ich hier oben an Schaschlikspießchen mit einem weißer Kordel. Da habe ich das dran gemacht und zwar mit Büroklammern. Die hatte ich noch, die passen farblich. Hier drinne steckt ein Schnulli. Auch der ist farblich passend. Ich habe hier unten noch einen mit einem Feuerwehrauto, den werde ich noch einbauen, wenn ich alles zusammenfüge. Seht ihr nachher auch noch, wahrscheinlich in Bildern. Also ihr seht, hier drin sind vier Windeln und dann außenrum noch mal zwei festgeschnürt. Dann ist hier diese Papierbanderole quasi, die ist 6,5 cm hoch. Ich habe einfach mehrere aneinander gestückelt, weil einmal DIN A4 ist definitiv nicht lang genug. Diese kleinen Tierchen, die ihr hier seht, die sind so ein bisschen dreidimensional. Das liegt daran, weil ich die mit so einer Embossing- und Stanzmaschine ausgestanzt habe. Und ich habe hier immer abwechselnd die Farben genommen. Also man sieht hier den Affen und dann ist da ein Stempel, die Giraffe und ach, hier wird es zu hell. Hier der Stempel mit Hurra und unten der Elefant hat Glückstag. Und wie gesagt, diesen Rand hier habe ich eben auch mit der Bordürenstanze gemacht und unten das. Ganz unten, das ist so eine Kuchen, ja, was man nimmt, wo man Kuchen draufstellt, so ein Kuchenpappe quasi. Die habe ich genommen, damit das Ganze auch stabil ist, weil ich vorhabe, da noch einen Papieruntergrund hinzumachen und oh, ich gucke mal, ob ich das Licht ein bisschen. Ja, so ist doch viel besser. Was wollte ich gerade sagen? Ach, ich stelle das noch auf eine Pappe drauf und mache es dann in Zellophanpapier. So, hier nochmal die kleinen Cupcakes oder kleinen Törtchen, wie auch immer. Hier steht drauf Hip Hip Hurra und da ist eben so ein Windrad und dann habe ich oben auch eins hingemacht. Hier sind ein paar Knöpfe oben und hier ist der Tintenfisch, Quatsch, ja doch, Tintenfisch mit viele Wünsche. Das ist auch ein Stempel, der da heißt Engelchen, Wonneproppen, süßer Knirps, kleiner Schatz, Geschenk des Himmels, schön, dass du da bist. Ihr seht dann also einfach noch, wie das Ganze als fertiges Geschenk aussieht.